Was ist das für ein widerspenstiges Spinnennetz da? Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Das ist ja eigentlich was Gutes. Was? Es ist ein gefährlicher Tunnel. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Immer nach vorne schauen. Wir müssen daran vorbeigehen. Nicht die... Ich glaube nicht, dass man hier das Wort leer verwenden kann. Okay, also sieht so aus, als hätte mich immer gemacht. Ja. Sei hier vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass wir müssen daran vorbeigehen, nicht die Silhouetten berühren. Konzentrieren. Also bisher läuft das ja auf jeden Fall einwandfrei, ne? Ja, zack, gerade eingezogen hier. Wo bist du? So, ich gehe mal vor, hä? Hier so ganz langsam. Hier geht's nicht weiter. Ah, muss hier. Ja, was? Geigerzähler, schwer mal ausschlagen, hör mal. Zur Seite, Artyom. Was ist eh nur ein Geisterzug? Dankeschön. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Wie gelassen er auch ist, ne? Er braucht keine Waffe in der Hand zu halten, zu einem Anschlag irgendwie oder sowas. Ups, nee, das war ich. Er ist da einfach zu trocken drin irgendwie. So. Ah ja, das Filterwechsel. Nein. Nein. Kann ich, aber das hilft nicht.
Gehen wir. Ah. Immer nach vorne schauen. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Folge mir, aber bleib hinter mir. Ja. Das musst du mir nicht zweimal sagen, ey. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterio manto. Alam rom om. Alam rom om. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterium alom rom om. Alom rom om. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Ich war dabei, als sie starb. Nur ich habe überlebt. Ja, du bist so ein schwerer alter Fuchs, ey. Ich hab das schon gemerkt. Jetzt holt er das Gewehr in die Hand. Die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Ja. Ja. Ich sage auf jeden Fall ja, wenn es mich am Leben hält. Ach, da hat der Muni. Guter Kerl. Oh, ansonsten ist hier scheiße. Überall wachsen hier die Atompilze. Geh doch. Oh. Entschuldigung. Ja. Was ist hier hinten? Ja, siehst du? Hätte ich nicht geguckt, hätte ich nicht gekriegt. Oh nein. Warte mal, jetzt. Hört sich nicht gut an. Hört sich echt nicht gut an. Schon mal was Schwereres in der Hand, ne? Ja, und nichts anderes. Verdammt, dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Ja. Also Munition haben die Jungs ja immer irgendwie gehabt, ne? Aber sie haben jetzt sonst nicht weitergepackt. Soll ich schon wieder eine Tür aufmachen? Bitte? Wie die ganze Zeit schon, ne? Konzentrieren, ja. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie. Nicht bewegen. Nicht bewegen.
Der Magneto hier, oder was? Wir nennen das eine Anomalie. Ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Psst. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Es hängt nicht sicher, es hat eine Stadt. Dafür brauchst du dich nicht, um das zu wissen. Ja, ich kann mich nach wie vor nur dafür entschuldigen, dass ich so still bin. Es schickt mich als irgendwie so. Ich habe schon öfter gesagt, es scheint, scheinbar habe ich mir auch das falsche Spiel für ein Let's Play ausgesucht, ja. Alles ein bisschen, übertrieben spannend und ruhig und. Muss ich selber konzentrieren, bis zum geht nicht mehr und aufpassen und da kommen die Monster und ja, ich weiß es auch nicht. Irgendwie. Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir reich hin. Ja, das sagst du jetzt wieder und nachher, wie die Scheiße dann wieder endet, ey. Ich weiß es ganz genau.
Naja, wenigstens schon was durchgeladen. Gibt da wieder keiner, weiß ich jetzt schon. Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Natürlich, kommt Polis, was los? Du musst nicht antworten. Natürlich. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können irgendwo hin. Okay. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Sieht schon aus. Khan, hier! Ich hab mal mit den Dosen geklimpert, ne? Ach du Scheiße, nee. Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer, aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nusalis sich durchgegraben. Okay. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Natürlich. Ich muss hier vorne so eine Treppe hoch. Ich habe da was in Erinnerung. Denn den Punkt hier habe ich auch definitiv noch gespielt. Nachladen, hallo. Ja, ich sag doch, irgend sowas hatte ich im Sinn. Denn bis hierhin habe ich bei meinem ersten Anspielen auf jeden Fall gespielt. So, das langt ja zum Pause machen. Das wahrscheinlich auch. So, jetzt müssen wir... Nein, andere Richtung. Irgendwo hier lang. Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung. In die Fresse. Direkt nachlegen die Patrone. Hinter uns. Das kann ja eigentlich sein. Ah ja, genau. Nochmal. Hier. Komm weg damit. Na, laden, Kamerad. Immer noch hier rüber. Das gibt's ja falsch.
Ja. Knallt. Schäfer. Und jetzt? Hinten rüber. Okay. Warte. Wir sind... Warte. Ich mach dann hier. So, nee, wir müssen uns beeilen. Wir müssen hinten rumdrücken. Nicht rum. Oh, natürlich durchs Feuer gelaufen, ey. Wie so ein Vollidiot. Warte. Weiter. Falle. Ja. Pack die Scheiße ein, weiter geht es. Was denn jetzt? Bin ich jetzt festgebackt oder was ist das für ein Scheiß? Komm, mach. Warte. Jetzt bin ich echt in den scheiß Dings geglitscht. Jetzt fall ich das Level. Ey. Ist es wahr? Das ist nicht wahr. Oh nein. Oh, damn, no. Ah. Ja, Leute, ich beseitige mal gerade den super Glitch hier, dem ihr Zeuge seid. Und dann sehen wir uns gleich wieder.